Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Medizinakademie des Roten Kreuzes. Wir haben ein interessantes Thema. Das Thema ist die Parkinson-Erkrankung, Symptome, Verlauf und Therapie. Und ich darf Herrn Dr. Glehr aus Österreich begrüßen. Herr Dr. Glehr, was ist die Parkinson-Erkrankung? Und was sind die ersten Symptome dieser schleichend verlaufenden Erkrankung? Wann sollte der Hausarzt aufgesucht werden? Die Frühsymptome sind meistens sehr wenig spezifisch und werden dem normalen Alterungsprozess in die Schuhe geschoben. Die Ursache für die schwere Deutbarkeit zu Beginn ist, dass verschiedene Bereiche im Gehirn hier zu schlecht regenerieren. Es sind Nervenzellen, die einen Botenstoff produzieren, der für die Steuerung anderer Nervenzellen notwendig ist. Sie produzieren das Dopamin und je nachdem, in welchem Bereich dann Dopamin fehlt, treten Symptome auf. Das kann zuerst beginnen mit Unruhe, mit Schlafstörungen, mit Schweißausbrüchen, mit Darmträgheit. Sehr typisch ist die Beeinträchtigung des Geruchssinns und sehr typisch sind auch brennende, kribbelnde Erscheinungen in Schultern und im Armen und im Rücken, also im Bewegungsapparat. Erst später kommt es dann zur Bewegungsverlangsamung, immer bei Beginn von Bewegungen besonders ausgeprägt. Es kommt zur Steifigkeit, es kommt eventuell zum Zittern, das muss aber nicht sein, das Zittern, also dieser typische Tremor. Und es kommt zu Schwierigkeiten beim Hemd zu knöpfeln, beim Hose zu knöpfeln. Die Schrift wird kleiner, wird schwerer lesbar. Erst spät kommt es dann zu Steifigkeit, zu starken Steifigkeit mit Haltungsänderung und auch zur Sturzneigung durch die verlangsamte Reaktion. Die Diagnose ist ein Schock, weil hiermit keine Heilungsmöglichkeit verbunden zu sein scheint. Wie kann behandelt werden und wie ist dann die Lebensprognose? Ich beginne mit der Lebensprognose. Da gibt es eine sehr gute Studie der Universität Innsbruck, die bis 10 Jahre nach der Diagnose in der Regel überhaupt keine Änderung der Lebensprognose festgestellt hat. Und erst später kommt es insbesondere dann auch durch die Sturzneigung und auch durch die Schluckstörung eventuell zu einer Beeinträchtigung. Der Schock bei der Diagnose sollte zu einer frühen und sehr genauen Abklärung führen. Gibt es operative Möglichkeiten neben den Medikamenten? Kann der Neurochirurg helfen? Sind stereotaktische Eingriffe vielleicht eine Heilungsmöglichkeit? Bei den Medikamenten ist nicht der Anfang der Therapie zu setzen, sondern wir beginnen zuerst mit Änderung des Lebensstils, also mit Ernährung, mit Bewegung, versuchen dann, wenn das nicht ausreicht und wir einen starken Leidensdruck haben, mit Medikamenten eine Besserung der Symptome zu versuchen. Und nur wenn auch die Medikamente nicht ausreichend helfen, dann gibt es die Möglichkeiten, Elektroden einzusetzen ins Gehirn. Und mit diesen Elektroden die Dopaminausschüttung in den entsprechenden Zellen wieder zu vermehren. Was bringt Physiotherapie und Ergotherapie? Sie sprechen die wichtigste Maßnahme in meinen Augen an. Physio- und Ergotherapie dienen dazu, den Bewegungsapparat in Schwung zu halten, vor allem auch die Alltagshandlungen weiter zu ermöglichen und zu lernen, mit der Steifigkeit, mit der Unsicherheit, mit dem Zittern umzugehen. Ergotherapie geht es vor allem um die Alltagsbewegungen, um dies besser zu bewältigen. Bei der Physiotherapie geht es um Muskellockerung, Gleichgewicht und Koordination. Die Psyche spielt wie bei allen Erkrankungen eine ganz wichtige Rolle. Was wissen wir über Kunsttherapie und was wissen wir über den Wert der Psychotherapie? Kunst und Psychotherapie sind große Chancen und haben einen sehr positiven Einfluss auf den Krankheitsverlauf. Die Musiktherapie, zum Beispiel Klavierspiel oder Gitarrespiel oder ähnliches, hat sehr gute Nachweise, dass man die Bewegungen, die feinen Bewegungen
erhalten kann und das Gehirn so gut trainieren kann. Kunsttherapie, da geht es vor allem auch um die Bewältigung der Erkrankung, dass man sich über die Kunst auch mit dem Älterwerden, mit Sinngebung im Leben und Ähnlichem auseinandersetzt. Herr Dr. Glehr, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Übrigens, Sie können diese Sendung über unseren YouTube-Kanal abonnieren und verpassen damit keine Sendung. Herzlichen Dank. Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.